FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Spieler, Fans und der ganze Verein wollen nach Berlin. Das hat Philipp Lahm gestern hier noch einmal gesagt. Das Pokalfinale ist etwas ganz Besonderes. Das wird der Trainer auch gerne hören. Hallo Jupp Heynckes. Hallo Chris. Grüße Gott. Weil ein Pokalsieg in Ihrer Sammlung als Trainer sogar Ihnen noch fehlt, haben Sie auch einen persönlichen kleinen Anreiz diesbezüglich? Ja, als Spieler bin ich ja schon mal Pokalsieger geworden. Stimmt, nur als 73, Trainer ja? Noch nicht. Ich bin zweimal mit meiner Mannschaft, mit Mönchengladbach und mit FC Bayern im Endspiel gewesen. Und ja, natürlich ist, Philipp hat es ja auch richtig gesagt, es ist ein ganz großes Ziel der Mannschaft, des Clubs und natürlich auch von unseren Fans. Aber da ist noch ein Hindernis zu überspringen und zu bewältigen, das ist VfL Wolfsburg morgen. Aha, das Hindernis heißt Wolfsburg, also ist Barcelona schon wieder ein bisschen aus den Köpfen raus oder müssen Sie da mahnen und sagen, Leute, die Gefahr ist jetzt eben Wolfsburg und nicht Barcelona? Nein, bisher hat die Mannschaft und meine Spieler es immer gut verstanden, eben das nächste Spiel seriös und konzentriert anzugehen, weil das bringt nichts, jetzt schon anderthalb Wochen weiterzudenken. Und so sind wir auch nicht. Wir werden uns morgen so vorbereiten, wie wir das immer machen. Und ich habe es vorhin schon in der Pressekonferenz gesagt, dass Wolfsburg aus meiner Sicht eine wesentlich bessere Spielkultur nach vorne hat. Sie sind spielerisch stärker geworden und ich habe letzten beide Spiele gesehen und war schon imposant und imponierend. Auswärts nicht zu unterschätzen, ja, der VfL Wolfsburg auf jeden Fall. Franck Ribéry ist noch einmal gesperrt, nun hat im Viertelfinale gegen Dortmund ein Robben ihn ersetzt auf der Position mit dem wichtigen Tor, mit dem 1:0. Sollte das wieder ein Modell sein, dass er die Position einnehmen kann? Nein, es ist ja so, dass Toni Kroos verletzt ist und dass Arjen dann auf seiner angestammten Position rechts spielt und Thomas im vorderen Mittelfeld. Höchstwahrscheinlich werden wir so spielen und ich habe dann natürlich noch dann könnte Shaqiri links oder auch Alaba vorziehen und Contento auf der linken Verteidigerposition, weil Diego hat auch letzten Samstag also ein sehr gutes Spiel gemacht. Mhm. Viele Möglichkeiten, da müssen sie also immer wieder aufs neue tüfteln. Mario Mandzukic hat in den zwei Ligaspielen gegen seinen Ex-Club Wolfsburg 3 Tore insgesamt erzielt. Der Fallrückzieher auf jeden Fall war ganz schön, erinnern sich viele Fans noch dran. Er besticht ja auch durch seine kämpferischen Qualitäten, zweikampfstark. Müssen Sie ihn da manchmal sogar bremsen? Nein, er ist ja auch so im Training. Er ist sehr aktiv, er ist sehr aggressiv, ist seine Spielweise und und ich denke, dass er sich auch fußballerisch sehr gut eingefügt hat. Er hat sich aus meiner Sicht hier bei uns noch wesentlich verbessert in spielerischer Hinsicht. Und für uns ist ein ganz wichtiger Spieler vorne drin, der da auch das Pressing schon eröffnet und den Gegner unter Druck setzt. Und ich hoffe, dass er das morgen wieder umsetzen kann. Auf dass das dann wieder klappt. Danke für die Einschätzung. Alles Gute, Jupp Heynckes. Danke auch. Schiedsrichter im Pokal-Halbfinale morgen gegen Wolfsburg ist Knut Kircher. Der erfahrene Referee leitete bereits das Viertelfinale im Februar, das der FCB ja 1:0 gegen Dortmund gewonnen hatte. Wichtiger 2:1-Sieg für die zweite Mannschaft. Gegen den Tabellenzweiten Illertissen gewann das Team von Mehmet Scholl durch die Tore von Marius Dunke und einen verwandelten Foulelfmeter von Pierre-Emile Højbjerg, der am Tag davor ja sein Bundesliga-Debüt gegen Nürnberg gefeiert hatte. Die U19 bleibt nach einem 0:0 im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart weiter auf Kurs. Die Junioren von Markinle führen in der Tabelle 4 Spieltage vor Ende mit 10 Punkten vor Hoffenheim. Wieder gefangen hat sich die U17 nach zuletzt 2 Niederlagen. Die B-Junioren gewannen das bayerische Derby in Augsburg mit 2:0. Soweit die FCB News von heute. Morgen soll also das Ticket nach Berlin gelöst werden. Bis dahin, servus miteinander.